Hallo, liebe Freunde, Abonnenten und alle, die das hier anschauen. Ich nehme das jetzt zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal hat mein Sound nicht ganz geklappt. Ich hoffe, das geht hier besser. Ich erzähle einfach alles nochmal ganz von vorn durch, als ob nichts geschehen wäre. Ich sehe zwar jetzt noch so ein bisschen nach Winterschlaf aus, aber tatsächlich ist der Winterschlaf bei mir nämlich schon vorbei, denn morgen spiele ich schon wieder weiter. Über Winter war ich da etwas abgelenkt, sozusagen etwas anders beschäftigt. Aber morgen habe ich schon wieder meine nächste Runde, die ich online off-air spiele. Der Preis der Unsterblichkeit. Wir sind bereits im zweiten Buch angekommen und es ging gut voran. Ich habe tolle Mitspieler, die mich ab und zu ein bisschen aus dem Plan werfen. Aber das freut mich auch so ein bisschen und fordert mich auch so ein bisschen, weil das mag ich auch. Und dann werden wir Dienstag, ist morgen, Preis der Unsterblichkeit weiterspielen. Am Mittwoch kommt auch das nächste schon online und ich werde auch gleich dafür noch dieses Videoveranstaltung sowas hochladen, erstellen. Da spielen wir weiter der zerbrochene Stern. Und das wird wahrscheinlich das Finale sein. Oder vielleicht noch das kurz vor Finale. Oder das kurz vor dem Finale. Ich weiß nicht genau. Aber ich habe immer mit jeder Runde, die wir spielen, ein besseres Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Aber wir sehen, wie es beim nächsten Mal weitergehen wird. Dazu gleich ein Hinweis. Ihr habt unten in den Kommentaren ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir. Das ist allerdings, muss ich jetzt gleich eingrenzen, nicht unbedingt für meine Mitspieler gedacht, sondern vielmehr für alle anderen, die das gerne sehen und sich erfreuen an meinen Zusatzarbeiten. Denn das ist ein Tagebuch von Tariq über seine bisherige Reise. Das könnte eine kleine Zusammenfassung für euch sein. Und noch ein kleiner Spoiler-Blick hinter die Kulissen. Dieses Katzengesicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten entgeht euch auch nichts. Also, ich weiß ja, ihr schaut das regelmäßig und da wisst ihr, was passiert. Und dann werde ich am kommenden Sonntag endlich eine lang ersehnte Runde in der Kingmaker-Runde spielen. Mit dieser Runde ist dann so ein kleiner Abschnitt für mich erstmal abgeschlossen. Und dann, eigentlich kann man sagen, startet das zweite Buch so richtig. Und zwar mit dem, was im Buch steht. Im Heft sozusagen. Denn die Übergangssachen, die muss man ein bisschen improvisieren. Da hatten wir jetzt eine ziemlich lange Phase und dann geht es so richtig los. Freue ich mich auch schon drauf, dass wir das endlich hinkriegen. Soweit zur Einleitung. Was ich mit diesem Video eigentlich sagen wollte, ist so ein bisschen Rückschau und Vorschau. Rückschau, das ist ja irgendwie so ein bisschen, machen das ja so zum Jahreswechsel, ne? Ist bei mir bisher noch nicht so aufgetreten. Deswegen schaue ich so ein bisschen zurück auf meine Kanalhistorie. Und dazu kann ich sagen, es fing an. Ich glaube, ich habe darüber schon mal ein bisschen geredet. Effektiv kommt es darauf hinaus, dass ich von Miss Book Passion ein Video gefunden habe, wo sie über ihre erste Rollenspielrunde redet. Und in ihren Videobeschreibungen hat sie einige Links vom Nerdpool und ich sage mal jetzt führende Persönlichkeiten am dortigen hinterlassen. Und ich bin sehr dankbar für dieses Video, was ich zufällig im Internet gefunden habe. Im Internet. Und bin dadurch nämlich zum Nerdpol und den ganzen tollen Leuten dort gekommen. Am Anfang kamen mich wirklich die Videos von EngerX, Meister Umbre und Dennis Schwarz, Koali und vielen weiteren haben mir sehr gefallen. Gefallen mir immer noch. Leider ist der Inhalt etwas zurückgegangen. Jeder ist halt beschäftigt. Aber ich danke euch auf jeden Fall, allen, die ihr da so schöne Videos gemacht habt, dass ihr mich da so ein bisschen reingeholt habt in dieses Hobby auch und diese Online-Nische.
Und das war vor etwa 3 Jahren. Meine erste Runde habe ich dann auf Asriels Kanal gespielt mit Space 1889. Da packe ich euch auch noch einen Link unten rein. Da könnt ihr sehen, wie, ich glaube, wir waren sogar 3 Anfänger im Hobby oder im Online-Hobby sich durch die Wildnis schlagen. Auf der Venus waren wir, glaube ich, oder auf dem Mars. Könnt ihr euch anschauen vielleicht. Ist auch nur eine ganz kurze Runde mit 8 Folgen oder so. Das war meine erste Runde, die ich online gespielt habe. Ich habe dazu auch eine Playlist auf meinem Kanal. Könnt ihr euch anschauen. Und von da an fing auch so ein bisschen an, was ich selbst hochzuladen, zu spielen. Und dann letztendlich auch in diesem Jahr zu leiten. Denn seit Sommer leite ich ja online sozusagen auch on air, so dass es alle sehen können, öffentlich. Eine Runde Kingmaker, die mir bisher sehr gut gefallen hat. Und ich gespannt bin, wie es weitergeht. Wir sind für meinen Empfinden erstaunlich gut vorangekommen. Im halben Jahr ein Buch durch, das ist, finde ich, ein guter Schnitt. Mal gucken, ob sich das so weitermachen lässt. Ansonsten sind bisher auf meinem Kanal so um die 60 Videos zusammengekommen. Das ist, finde ich, schon eine ganz ansehbare Menge. Stunden, von den Stunden ganz zu schweigen. Und ich habe, woher auch immer, ein bisschen mehr als 50 Abonnenten angesammelt. Das freut mich sehr, das ehrt mich auch sehr. Und ich finde toll, dass ihr das toll findet, was ich auch toll finde. Und das dementsprechend zeigt und euch anschaut. Super Sache. Ansonsten, was ich jetzt speziell in diesem Jahr gemacht habe, kann man jetzt nicht so doll rausfinden. Ich habe ein paar Vlogs, 2, 3, 4 Vlogs gemacht, hauptsächlich halt online gespielt, Zerbrochener Stern und dann auch Kingmaker. Und das war es eigentlich schon. Ein paar Videos sind halt auch dazu gekommen für Zuarbeiten zu den Runden. Ja, das dazu war, zur Historie sozusagen. Wie es weitergehen wird, verrate ich euch jetzt nicht genau, aber ich kann euch ein paar Ideen sagen. Also, ich würde gerne ein paar mehr Vlogs machen. Ich habe jetzt 3, 4 Vlogs irgendwie in diesem Jahr gemacht. Da würde ich gerne ein paar mehr machen. Mal gucken, wie es kommt. Also, ich habe effektiv noch zwei Ideen habe ich auf jeden Fall. Die werden noch kommen. Aber das ist halt immer schwierig auch zu sagen, wann. Allerdings ist es ist nicht so aufwendig, die Vlogs vorzubereiten, wie eine ganze Rollenspielrunde. Aber das ist doch Arbeit. Also muss ich mir ein bisschen Gedanken machen dabei. Ich würde gerne mehr One-Shots spielen. Spielen und leiten. Ich habe dazu auch schon ein paar Ideen. Und das eine, sage ich jetzt so gleich als vorweg, geht auch um meine Kingmaker-Runde. Denn diese Situation, in der sich das Königreich jetzt demnächst befinden wird, so kleiner Spoiler und Vorschuss, wie auch immer, eignet sich für meine Empfinden wunderbar für One-Shots. Da werde ich also, wenn wir an den entsprechenden Punkt gekommen sind mit meinen Spielern, das auch öffentlich verkündigen und nach Helden anwerben, die da bereit sind, irgendwo in den grünen Landen mal hin und her zu reisen, um böse Monster zu besiegen oder einen Ort zu erforschen oder was auch immer. Also da bin ich, freue ich mich auch schon drauf, die zu spielen mit verschiedensten Leuten, die ich alle anwerben werde. Des Weiteren, ich spiele ja gerade die Eiserne Maske. Preis der Unsterblichkeit heißt das Ding. Und wenn wir da durch sind, und das könnte ziemlich schnell passieren, werde ich auch noch ein paar One-Shots spielen und leiten. Ich habe ja auch die Regelbücher zu Dungeon Slayers und Gamma Slayers. Die würde ich gerne mal zumindest dafür auch mal wieder auspacken.
Da habe ich aber noch keine konkreten Ideen. Auch würde ich gerne im nächsten Jahr ein bisschen mehr mitspielen. Ich habe gemerkt, dass dieses zwei Online-Runden leiten und eine Tischrunde leiten, die Tischrunde trifft sich jetzt nicht so regelmäßig, aber zwei Runden in der Woche zu leiten, ist schon eine Herausforderung, weil man da halt einiges an vorzubereiten hat. Und von einem Tag auf den anderen sich auf ein nächstes Thema einstimmen, ist manchmal nicht ganz einfach. Deswegen würde ich mal gucken, ein bisschen mehr mitzuspielen. Und auch das Mitspielen und auch die One-Shots-Ideen, die passen ja ziemlich gut zur Nerdpol-Jahresthema-Idee mit den verschiedenen Themenwochen One-Shots. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwo unterkomme und mal das eine oder andere ausprobieren kann. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Was kann man noch sagen? Eigentlich war es das schon fast. Wie habt ihr vielleicht gemerkt, ich habe für die Kingmaker-Runde ein kleines Lied geschrieben. Ich mag Musik sehr. Und ich bin auch so am Überlegen, wie ich das ein bisschen mehr noch einbringen kann. Eine Idee ist halt irgendwo ein Barden zu spielen. Denn Barden sind einfach ziemlich awesome. Gerade wenn wir dieser Bardic-Performance einen unterstützen können. Und nicht nur so ein egoistischer Barde, wie ihr wisst ja schon. Aber das Ganze dann noch mit tatsächlicher Musik zu unterstützen, macht es einfach noch viel besser. Das ist eine gewisse Herausforderung, so einen Schritt weiter zu gehen, sozusagen. Ein bisschen aus sich noch herauskommen. Ich bin da nämlich eher der Zurückhaltende. Und deswegen mal gucken, wie und wann ich das am besten mache. Aber das ist auf jeden Fall, Musik macht alles besser und da werde ich gucken, dass ich da noch ein bisschen was reinschmeißen kann, hier und da. Und was ich sonst noch vorhabe, eigentlich habe ich bisher alles gesagt. Ich kann mich noch einmal bedanken. Du nimmst dich morgen wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. Passiert hier öfters. Aber ich war eigentlich schon fast am Ende. Und ich wollte mich noch einmal bedanken für die ganzen Leute, die sich meine Videos anschauen, für die Kommentare, die ich kriege und für die Zuarbeiten auch. Für meine Mitspieler, für meine Spielleiter David Holz, vielen Dank. Auch bedanken bei Affendämon Zu und Claudine, die in den letzten Jahren, ich weiß, ich bin da nicht leicht drauf gekommen, als ich zum Nerdpool gestoßen bin, aber die liefern ja wirklich tolle, tolle Rollenspielrunden. Freut mich immer riesig, das zuzuschauen, auch wenn ich nicht live dabei sein kann, meistens. Aber auch gefällt mir diese bisschen Anstupserei, sage ich mal, wenn es darum geht, hier vlog mal dazu was oder beantworte mal die Fragen. Da werde ich so ein bisschen mal gestoßen, auch mal wieder was zu machen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auf meinem Kanal so 5, 6 Vlogs weniger, wenn nicht sogar alle, weil die ja auch mit dem Vlogtaculum da eine gute Grundlage gelegt haben. Vlogtaculum ist noch ein Stichwort, da ich ja mehr Vlogs machen wollte. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, im letzten Jahr ein bisschen dieses Vlogtalon, die 31 Punkte, mal in separaten Videos durchzunehmen. Ich glaube, ich habe zwei oder drei davon gemacht. Vielleicht, weil das sind halt gute Punkte, das sind halt gute Punkte, worüber man plaudern kann. Vielleicht kommt da noch ein paar mehr davon. Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen und das stecke ich mal wieder auf meine Liste. Da vielleicht kommen noch mal zwei, drei. Und ansonsten, wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat und ihr sagt, davon macht unbedingt mehr, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Wenn ihr sagt, singen kannst du nicht, lass es bitte sein, dann schreibt das auch in die Kommentare. Das wäre mir sonst wirklich sehr peinlich. Hahaha.
Nein, so, es geht schon. Was ich öffentlich mache, das ist schon öffentlich gedacht. Also vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Online am Mittwoch werdet ihr mein Gesicht wieder in der Kamera sehen. Bis dahin, einen schönen Tag. Mach's gut.